Eisige Pop hier mit einem neuen Video. Ja, ich habe mir auf der Outdoor-Messe im Sommer von E2Summit diese drei Trekking-Nahrungen gekauft. Die gab es für einen Zehner irgendwie. Und ich wollte die schon immer mal auf den Touren ausprobieren. Jetzt waren wir ja am Wochenende in der Pfalz. Und da hat es wieder nicht geklappt. Wir haben wieder zu viele andere Sachen dabei gehabt und gekocht. Und deswegen dachte ich, ich mache sie einfach jetzt mal hier zu Hause. Ich mache jetzt einfach mal so eins auf. Ich habe mich jetzt hier für Pasta Bolognese entschieden. Das Ganze hat 742 Kilokalorien. Enthalten sind 2,2 Gramm Salz, Eiweiß 26,1 Gramm. Fiber ist, was war nochmal, Ballaststoffe waren 9,8 Gramm. Kohlenhydrate 69,4 und 37,8 Gramm Fett. Das Ganze hat 136 Gramm. Ich denke mal nur das Essen wahrscheinlich. Und es ist ein Main Meal. Ja, genau, so sieht es aus. Die Beschreibung hinten drauf ist in Englisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch und Finnisch. Also es ist produziert in United Kingdom. Also hier unten sehen wir es nochmal. Ja, und jetzt machen wir gar nicht lang rum. Ich habe hier schon heißes Wasser stehen. Und hier oben kann man das aufreißen. Wir brauchen 360 Milliliter. Zuerst müssen wir hier dieses Ding rausholen. Das ist so ein, ich glaube, Sauerstoffabsorber. Okay, so sieht das Ganze aus. Es kommt hier so in diesem Tütchen. Es ist so ein relativ rotes Pulver. Ja, Tomatensoße nehme ich stark an. Riechen tut es eigentlich ganz okay. Und das wollen wir jetzt, kann ich jetzt wahrscheinlich nicht zeigen, im Beutel sind solche Striche, doch man kann sehen, hier so Striche. Und die geben normalerweise an, wie weit das Wasser gefüllt werden muss. Aber wir haben ja angegeben 360 bis zur Linie A. Also das ist dann, ja, steht nicht dran, welche Linie die Linie A ist. Ich weiß ja, wie viel das Wasser ist, also schieben wir das mal rein. Also Linie A scheint die oberste zu sein, aber auch anzunehmen bei A. Genau, jetzt rühren wir das Ganze schön durch. Wichtig auch bei diesem Essen immer unten schön in die Ecken rein, damit da das ganze Gewürz und so weiter, jetzt wird es heiß in der Hand, auch aufgelöst wird. Schüttel ich das Ganze noch ein bisschen. Ich habe es jetzt zugemacht, da oben ist so ein Ziplock, dann kann man das zumachen. Acht Minuten. Okay. Stellen uns 8 Minuten Wecker ein. Und ich schalte dann wieder rein. So, die 8 Minuten sind um. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich werde es jetzt hier aus dem Beutel rauskippen in die Schüssel, weil da lässt es sich einfach besser zeigen, denke ich. Also der Geruch ist echt okay, finde ich. Ja. So, Beutel ist leer. Also die Linien sind wirklich nicht beschriftet. Man kann sie gut sehen, aber sie sind nicht beschriftet. Also hier sieht man diese Linien. Die braucht man eben, wenn man keine Mengen abmessen kann, eben wie man unterwegs ist und keinen Messbecher hat. Der Tatonga Cup hat ja zum Glück eine Skala. So, jetzt wollen wir mal schauen. Nehmen wir das Ganze rum. Hier sind also so Spirelli-Nudeln drin. Ich denke, man kann es sehen. So. Und dann haben wir halt hier die Bolognese. Hier sieht man ein paar Tomatenstückchen. Genau. Geruch ist echt lecker. Also es schmeckt halt klar wie eine fertige Bolognese, nichts hier selber gekocht. So, jetzt probieren wir noch einfach mal. Es scheint noch heiß zu sein, es dampft. Hm. Ist aber genau richtig. Und ich muss sagen, schmeckt echt gut. Also die Nudeln sind natürlich nicht mehr al dente, aber sie sind auch nicht komplett matschig.
Ein leichtes Säure im Geschmack. Man schmeckt wirklich die Gewürze raus. Von den Zutaten her, ich lese es mal kurz vor. Also wir haben hier getrocknete Pasta aus Weizen 12%, dann gehackte Tomaten 30%, dann Tomatenmark. Dann haben wir Hackfleisch aus Rind 15%, dann gehackte Zwiebeln 14%, Rapeseed Oil, also Rapsöl, dann Knoblauch geschnitten, Oregano und Salz. Dann ja, die Allergenen sind nur angegeben in Bold, also ist nur Weizen, was hier angegeben wird. Und wenn ich das richtig verstehe, ist hier sonst echt auch nichts mehr drin an Zutaten. Also mehr steht hier echt nicht drauf. Also irgendwelche... ich suche gerade schon die ganze Zeit nach Konservierungsstoffen, aber es gibt halt keine. Oder sie sind einfach nicht angegeben. Also das finde ich schon ziemlich cool. Also ich finde es echt lecker. Die Portion ist auch ordentlich. Also die ganze Schüssel hier ist voll. Und es ist so richtig tomatig. Man schmeckt es Oregano. Man hat ab und zu mal so ein Knirschen von einer Zwiebel. Hier eine getrocknete Tomate. Muss ich sagen. Richtig, richtig geil. Ich überlege gerade, mit was man das vergleichen kann. Ich würde sagen, es schmeckt so wie, also wesentlich besser wie Kantinen Bolognese, weil es ist salziger, würziger und es schmeckt aber auch wesentlich besser. Ihr kennt ja diese Dinger, wo man aufreißen kann und dann so Wasser oben reinkippt. Es geht in die Richtung, aber ich finde, es schmeckt natürlicher ein Stück weit. Und ich glaube, die Portion, die macht einen schon satt. So sieht's aus. Also es ist wirklich ein leckeres Essen. Ja, Summit to Eat war früher Mountain House. Mit dem Menschen am Stand habe ich ja geredet gehabt und der sagte mir, dass in Europa das jetzt eben Summit to Eat heißt, Mountain House. Die Dinger kosten, ich schätze mal, so zwischen 4 und 6, 7 Euro, 5, 6 Euro. Wie gesagt, ich habe jetzt halt ein Schnäppchen gemacht, habe drei gekauft für 10 auf der Messe, aber das war auch okay. Guter Messenpreis. Ich denke, das kann man schon mal mitnehmen. Also jetzt mal die Pasta, also die ist wirklich lecker. Doch, also ich finde es gut. Naja, ich esse jetzt mal auf. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Also, hallo die Ortsleif, bis dann. Ciao.